Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Assassin's Creed Brotherhood. So, wir sehen, 3720 Florin wurden in den Banktresor eingezahlt. Das ist toll. Ja, die letzte Folge, die war ja ein bisschen länger gestern. Ne? Die ist ja über eine halbe Stunde war die letztendlich. Das kann ich natürlich nie immer machen. Ne? Also das würden jetzt wieder 20 Minuten Folgen wie immer werden. Ich bin ja aktuell noch zu Hause wegen der Geburt meiner Tochter und so. Und ich kann nicht jeden Tag 3,9 GB hier durch mein Bummel-Internet drücken. Ja, das kann ich machen, wenn ich wieder auf Arbeit bin. Da kann ich auf Arbeit das hochladen. Da habe ich dann eine ordentliche Standleitung. Aua. Da habe ich eine ordentliche Standleitung. Mensch, das doch mal. Ach, ey. Sterb! Na los. Lass mich los! Voilà. Ich komme ein bisschen durcheinander. Ihr merkt das, wenn ich hier beschäftigt werde. Ja, wie gesagt, wenn ich wieder auf Arbeit bin oder so, da kann ich schneller hochladen. Deutlich schneller. Ja, hier das zum Vergleich, das Video, was ihr gestern seht, das habe ich nachts wann habe ich das angefangen hochzuladen? Vielleicht so gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr. Aktuell haben wir es bei uns am nächsten Tag 18 Uhr und es lädt immer noch. Ne? Also das 3,9 GB, das dauert schon fast einen Tag, um das hochzuladen. Die normalen Folgen, die dauern ungefähr 6 bis 8 Stunden, die ich sonst immer so mache. Es kommt auch ganz darauf an, was passiert, wie schnell sind die Bilder sozusagen. Ne? Oh, cool. Gut, Mensch. Ja, wie schnell sind die Bilder? Zum Beispiel hier die ganzen Anno-Teile und SimCity und sowas sind deutlich geringer natürlich, weil da ist gar nicht viel los. Ja, da passiert ja nicht viel. Aber hier bei Assassin's Creed, die Bilder, da sind die Videos schon größer. Naja, aber ich will euch ja nicht langweilen hier mit Videos und Größe und so weiter und so fort. Hier, wir sind hier, um zum Beispiel einem Bürger zu helfen, was wir gerade gemacht haben. Den können wir mal quatschen. Mensch, quatschen habe ich gesagt. Nie pfeifen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, mille grazie, amico. Ihr kämpft gut und, wie es scheint, für die gerechte Sache. Könnt ihr einen Mitstreiter gebrauchen? Logo. Herzlich willkommen im Team. Ja, ich habe jetzt angefangen, Videos von DayZ, das Standalone zu gucken. Das ist ja geil, muss ich sagen. Das reizt mich total, DayZ. Im Moment kostet es ja auch bloß, was ist bloß, für eine Alpha-Version natürlich ganz schön häufig. 25 Euro oder so, 24, 25 Euro. Na? Aber, also, auf der anderen Seite habe ich auch keinen Bock, das alleine zu spielen. Und zum Let's Playen, also wie gesagt, gerade Let's Playen alleine ist bestimmt auch langweilig. Das lebt auch, das ist genauso wie Minecraft, das lebt irgendwie von der Gruppendynamik. Hallo? Naja, von der Gruppendynamik lebt das ungemein, schätze ich. Ja. Ich habe früher hin und wieder mal DayZ gespielt, die normale, also die Mod sozusagen. Und und auf Dauer wird es langweilig. Ist genau wie Minecraft, auf Dauer wird es langweilig. So. Belastende Unterlagen. Claudias Dürren haben das Geld des Bankiers gestohlen, aber es gibt Ärger in der Rosa in Fiore. Also. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Uiuiui. Was? Meine Schwester weiß, ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditore. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit.
Mensch, ey, schlachtet hier Wachen ab. Ganz wie der Bruder. Oder wie der Papa. So, belastende Unterlagen, 100% Synchronisation. Das war jetzt nur kurz bloß. Das war also keine richtige Erinnerung mehr, mehr Story. Und wir haben die Sequenz 5 synchronisiert. Das ist geil. Ja, wir nähern uns dem Ende. Glücklicherweise hat das noch einige Sequenzen. Ich sag's ja immer gerne wieder, also Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, ich glaube Revelation auch, das sind schon richtig geile Spiele, die können mit der 3 und vor allem mit Black Flag nicht mithalten. Ja? Das Black Flag und auch das Assassin's Creed 3 sind toll, gerade diese Seeschlachten und so, auch bei 3 gibt's ja Seeschlachten, die sind richtig geil, macht Spaß, aber so eine Langzeitmotivation ist einfach nicht da, weil es geht einfach nicht, es sind einfach nicht die ganze Zeit oben nicht Aufträge, sondern es sind mehr Füllwerk. Für alle Schäfchen ja. Gottes. So, guck mal, wie sieht es hier bei dir aus mit dem Geschäftsauftrag? Ach, reicht noch nicht. Dann Nadio und komm zurück, falls ihr beim Schmied, wie sieht's da aus? Nur ein Maul kann in meinem. So, hier reicht noch nicht. Das reicht auch noch nicht. Und was für ein Schwert, ey. Oh, hier fehlt nur noch ein Totem. Naja. Kommt wieder, falls ihr eure Meinung ändert. Okay, können wir ein bisschen Geld abheben. So, und da gucken wir mal, wo es weitergeht mit der nächsten Erinnerung. Was ist das? Templeragenten. Ah, cool. Hier hinten geht's weiter. Beim Mario. Nee, Quatsch, nicht beim Mario, beim Bartolomeo. Das ist ja toll. Da können wir eigentlich mal einen Tunneleingang benutzen. So, dazu müssen wir hier in das Häuslein rein. Die Börsen werden nicht hohl. Preise wie diese habt ihr noch nie gesehen, gute Leute. So. Und dann gibt's hier irgendwo eine Tür. Hier hinten, glaube ich, oder? Nichts. Irgendwo ging es zum Kanal sozusagen. Ah. Das ist die Opfer? Lucretia. Okay. Na mal gucken. Hier hinten geht's. Das ist übrigens total doof. Das ist mir bei der Xbox-Version schon aufgefallen. Und zwar, es gibt hier eine Tür, durch die sind wir gerade reingekommen. Okay. Da geht es erstmal die Treppe runter. Und dann gibt es hier eine Tür, die ist ebenerdig. Und hier hinten gibt es den Tunneleingang. Tatsache ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, komme ich nicht etwa unten raus, sondern komme oben auf dem Dach raus. Na? Und umgekehrt, wenn ich dort drüben rausgehe, aus dem Ding komme ich, da bin ich ja gerade reingegangen, quasi unten im Erdgeschoss hier auf der Straße raus. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch. So, Kaserne, da hinten wollen wir hin, denn der gute Bartolomeo scheint einen Auftrag für uns zu haben. Oder seine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt sie, Penthesilea oder so ähnlich. Ach, hier ist noch eine Glühfigur. Ach scheiße, na gut. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. So, Torwächter, die 3 Tore in der Kaserne herablassen, um zu verhindern, dass die französischen Truppen die Kaserne erobern. Und wir dürfen keinen Schaden nehmen für volle Synchronisation. Na super. So. Yes.
Lucio, schließ das Tor! So, wir haben schon die volle Synchronisation vor. Vorhin. Sie kommt von der anderen Seite! Mann! Verteidigt den anderen Eingang! Den anderen Eingang! Ich erinnere mich, ich konnte dies mit voller Synchronisation nur. Nur mit Rauchbomben. Schützen die Kaserne! Nur mit Rauchbomben konnte man das machen, weil man sozusagen dann in Ruhe die Tore. Ja. Wundert machen kann. Ja. Mann! So, wir gehen jetzt runter. Die kommt von der anderen Seite! Hier immer durch. Halt! Verteidigt den anderen Eingang! Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale! Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca, flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, for tutto francese! Ganz ruhig um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. So, so. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! So, jetzt sollen wir noch Bartolomeo folgen. So. Auf wundersame Weise ist der wieder genesen. Der war ja irgendwie bloß halb voll sozusagen mit seiner Gesundheit. So. Das ist ihr Lager? Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! Na, mal gucken, was er für einen Plan hat. 2200 Florin dafür gekriegt. Sehr schön. Naja, nicht die volle Synchronisation. Wie gesagt, ich habe das mehrmals probiert und ich bin irgendwie dahinter gekommen, dass ich wirklich nur mit dem. Mit Rauchbomben das hingekriegt habe. So, kann ich mal aufklären bei der Gelegenheit. So, ja, da hinten die große Mauer, da kommt man nicht hoch.
Ja, das hier das kleine Ding ist ja... Mensch, hörst du mal? Hallo? Gut. Das kleine Ding hier ist natürlich kein Problem, dieses Ding. Also dieser Palisadenzaun. Na? Aber da hinten die Mauer. Das sieht schlecht aus. Aber der Ezio hat ja eine Idee. So, komm her. Das ist er. Wir kriegen dich. So, haben wir wieder schön vom Pferd gezogen. Gut. Okay. So, offensichtlich geht's hier weiter. Also, wie kommen wir da hin? Hier hinten? Ah ja, oben ist ja schon. So, bei der Gelegenheit versuchen wir gleich mal die Glyphe zu finden, die es hier geben soll. Ey! Oh, fuck. Jetzt habe ich Söldner angehoben. Wartet. So, ein Scheiß. So, die müssen wir natürlich erstmal finden, ne? Ist hier irgendwas dran? Nee. So. Das ist eine... Na, sag schon, ein Taubenschlag hier irgendwie. Könnte auch außen dran sein. Na? No. Tja, wo ist die Glyphe? Hier ist so hell. So, wie sieht's hier aus? Ah, da unten ist er. So, sehr schön. Das müsste jetzt der Klasse 6 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Laden. Na, sag's. Laden. Danke. 90 Cent Input fehlen. Output irreführend. Abschalten. 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 Tief. Gefangen. Aha. Laden. So, Zugriff verweigert. So, jetzt tun wir wieder das Assassinen-Symbol suchen. Wichtige Männer freunden sich mit Russland an, als der eiserne Vorhang weggeblasen wurde. Aber der einflussreichste Genosse kam nicht ins Scheinwerferlicht. So, wer ist denn der einflussreichste Genosse? Da ist Gorbatschow. Der ist natürlich sehr wohl in Scheinwerferlicht gekommen. Hier ist nochmal Gorbatschow. Jelzin. So, der einflussreichste Genosse kam nicht ins Scheinwerferlicht. Moment.
Da ist der Time abgelaufen. Da ist er, genau. Ich erinnere mich, und zwar der Kameramann kommt natürlich nicht in Scheinwerferlicht. So. Eigentlich wollte ich ja 20 Minuten aufhören, ne? Aber es ist eigentlich auch doof, jetzt hier so mittendrin aufzuhören. Naja, machen wir das schnell weiter. So, was haben wir denn hier? Den 34 auf die 9. Und dann suchen wir die 0 und das ist bei der 2. Was? Ne, Moment, wir suchen die 5. Und da ist gerade nichts. Na toll. Gehen wir also weiter. Die 20 auf die 4. 0, 9, 13, 20, 27. Da ist das die 20. Das bedeutet, hier muss die 20 hinkommen. So, jetzt die 20 auf die 4. Da ist bei der 6 die 27. Halt, da war sie. So, jetzt die 13 auf die 7. Da ist bei der 1 nichts. Und die 33. Okay, dann muss das die 33 sein. Und die 33 auf die 2. Dann ist bei der 8 die 13. Supi. Laden. So, 10 Downing Street. Da sitzt doch der Premierminister von Großbritannien. Mr. Yeltsin, ich schreibe diesen Brief, um Sie dazu zu ermutigen, zur Tat zu streiten. Man bekommt nicht oft eine solche Gelegenheit. Gorbatschow hat nicht unsere Interessen im Sinn. Er betreibt die Privatisierung viel zu langsam und ich befürchte, dass er sie überhaupt nicht durchführen will. Ich weiß, dass Sie ähnliche Bedenken geäußert haben. In diesem Sinne mache ich Ihnen ein Angebot, um die Situation zu bereinigen. Viele meiner Top-Berater in der Firma verfügen über eine monetäre Verbindung zu den Kommunisten der alten Garde. Sie sagen mir, dass leicht ein Aufstand angezettelt werden könne, während Gorbatschow abwesend ist. Wenn sie einen Versuch, das Parlament zu übernehmen, vor den Augen der Medien niederschlagen könnten, könnte das die Machtverhältnisse sehr wohl zu ihren Gunsten verändern. Rufen Sie mich in der Nummer 10 an, wenn wir uns weiter darüber unterhalten sollen. So, was ist das? Kann ich nicht erkennen. Das ist Margaret Thatcher, kann eigentlich nicht sein, oder? Ja, sieht aber so aus. Okay. Laden. So, jetzt haben wir wieder so ein Stimmding. Ich hab's Tergo-Telefonabzeichnung aus 1992. So, eigentlich ist ein ziemlich geiles Ding. Das ist falsch. So sieht's gut aus. Ja. Alpha Bank. Ich rufe an im Auftrag von British Petroleum. Ja, wir haben Ihren Anruf erwartet. Wie Sie wissen, sind wir sehr daran interessiert, Zidanka Oil zu kaufen. Und wie Sie wissen, ist dazu eine Fusion mit unserer Bank erforderlich. Das sollte kein Problem sein. Waren Sie überrascht über den niedrigen Preis? Ein wenig. Sie wissen, dass wir das Volk zahlen lassen. Die Regierung gab uns ihre Steuergelder, um all die Firmen zu kaufen. Wir möchten so schnell es geht da rausfliegen und die Einzelheiten besprechen. Donnerstag ginge. Gut. Danke für Ihre Zeit. Dos vidania. Dos vidania. Mhm. Gehen wir weiter. Abstergo Industries? Ich rufe im Auftrag von BP an. Wir fliegen nächste Woche nach Russland, um den Deal abzuschließen. Unsere neuen Kapitalistenfreunde da haben reagiert wie erwartet. Ich sag Bescheid. Danke. Da passt übrigens der Ton nicht zu dem Wellenmuster. Möchte mal so sagen, ne?
So, obwohl diese Figur einen Retter symbolisiert, entlarven ihn seine eigenwillige Aktion als Fälschung. Irgendwie ein F. Als was? Obwohl diese Figur einen Retter symbolisiert, entlarven ihn seine eigenwillige Aktion als Fälschung. Ich vermute ganz stark, dass das Pferd gemeint ist, weil das Pferd eben ganz eigenwillige Bewegung hat. Ne? Und das F ist so betont, also würde ich mal sagen, hier. Laden. Quarantänezone. So, Cluster. Da ist einer. Da ist einer. Hier, mal noch einen vierten. Ne, sieht nicht aus. Nee, Quarantäne genau. Aufgehoben. Okay. Haben wir den Cluster 6 gelöst? Können wir uns wieder ein Video angucken? Naja, eigentlich noch nicht wirklich. So, fehlen noch 4. Das ist fein. Ja, mit dieser Glyphe verlasse ich euch heute. Na? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge morgen dann wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.